Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Coffee to Know. Let's talk about e-Business. Mein heutiger Gast, Phil Haunhorst. Hallo Phil. Hallo. Phil Hakon Haunhorst. Hakon, nordischer Name? Ja, genau. Norwegischer Kronprinz damals gewesen und meine Eltern fanden das irgendwie lustig. Hast du noch ein bisschen was vor in der Karriere. So, mein heutiger Gast ist der Wahnsinn, ein Krypto-Experte. Und was das ist und was er macht, ist nicht mit Bitcoin handeln. Das vielleicht nebenbei oder das wäre schon langweilig und Standard. Was machst du alles? Also im Kryptobereich gibt es eigentlich sehr viele Dinge, die ich mache und die man auch machen kann. Ein großes Spezialgebiet bei mir ist die Tokenisierung. Tokenisierung. Tokenisierung, exakt. Normalerweise unterscheidet man zwischen einer Kryptowährung wie Bitcoin und Token. Und diese Token sind quasi Subwährungen, die man auf einer bereits bestehenden Blockchain aufsetzt. Das heißt, zum Beispiel gibt es die bekannte Ethereum-Chain und auf dieser Blockchain kann man... Ethereum auf Deutsch Ethereum? Ethereum, genau, oder Ether. Ich glaube, die zweitmeistgehandelste. Genau, die zweitgrößte Kryptowährung und auch von der Nutzung her die größte Kryptowährung tatsächlich. Also sie wird wirklich genutzt, nicht nur als Wertanlage. Die wird extrem genutzt. Einige Leute sehen es eben auch wegen dieser Größe tatsächlich als Wertanlage, aber in der Grundform ist es eigentlich ein Netzwerk, um bereits andere Assets aufzusetzen, also Tokenisierung eben durchzuführen. Und was man da genau macht... Also Assets aufsetzen heißt Funktionen zu nutzen. Genau, also Assets aufsetzen, oder man redet da von sogenannten Smart Contracts. Mhm. Diese Smart Contracts ist Code, der ausgeführt wird von dem Netzwerk selbst. Also dieser Code funktioniert dezentral. Und wenn man ihn einmal auf dem Netzwerk hochgeladen hat, man nennt das dann Deployen, dann ist der für immer auf der Blockchain und wird auch genau so funktionieren, wie man ihn halt eben programmiert hat. Dieser Code kann dann entweder Token selbst erstellen, Token entfernen, also löschen. Man kann damit neue Dinge erstellen, verschieben. Das kann eigentlich in jeglicher erdenklichen Form zum Verschieben von Kryptowährungen genutzt werden und in dem Fall eben auch zum Erstellen von Token. Und wo wir gerade die Tokenisierung angesprochen haben, das ist das Erstellen von einem digitalen Abbild von einem physischen Gegenstand. Ich nehme da als Beispiel mal ganz gerne das Beispiel Immobilien. Ja, nimm das Beispiel gerne mal, ja. Und wenn wir zum Beispiel ein Haus haben, das kostet 1 Million Euro, dann können wir 1 Million Token aufsetzen, die jeweils einen Wert von 1 Euro repräsentieren. Also das quasi in 1 Million Stücke teilen. Wenn man also limitiert, 1 Million mal ein Taler quasi. Genau. Hm? Und jetzt ist es natürlich so, hier gerade im deutschen Recht, dass wir natürlich nur eine Person oder Firma im Grundbuch eingetragen haben können. Aber die Verteilung von diesem Token können wir natürlich ganz variabel gestalten. Das heißt, wir endlich mal flexibel, schnell und keine Bürokratie. Das ist ein großer Vorteil davon. Natürlich möchte der deutsche Staat sich auch nicht komplett die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das ganze Handeln soll natürlich in Zukunft auch mit Grundbucheinträgen einhergehen, dass man auch natürlich notarielle Beglaubigungen noch braucht und so weiter. Aber in der Theorie ist es... Wohl, dass ja eigentlich fälschungssicher ist oder gilt als fälschungssicher, oder? Auf jeden Fall. Also die Blockchain an sich ist komplett fälschungssicher. Das heißt, es ist immer nachvollziehbar und heute noch bis zum ersten Tag der Blockchain, welche Transaktionen durchgeführt wurden und welcher Besitzer auch tatsächlich dahinter steckt, also welche Wallet. Natürlich werden da keine Klarnamen oder sowas veröffentlicht, aber eben natürlich genau, welche Wallet welche Anteile besitzt. Bevor wir gleich noch zum ganz spannenden Projekt kommen, du bist 21 Jahre alt? Korrekt, genau. Ich werde dieses Jahr 22. Und mit 5 Jahren angefangen mit Kryptos? Damals gab es sie nicht. Wo kommt dein Wissen her und deine Affinität? Also ich befasse mich seit 2017 mit Kryptowährungen. Damals natürlich eher so ein bisschen durch einen Zufall auch darauf gestoßen. Also nicht zufällig einen Bitcoin gekauft und dann... Ja, das wäre natürlich schön. Ich sag mal, wenn man damals 2015, 16, 17 Bitcoin gekauft hat und dann halt eben einen großen Run-Up hingelegt hat, dann müsste man wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Mhm. Aber natürlich seit 2017 einfach sehr tech-affin schon gewesen. Ich habe meine Ausbildung als Anwendungsentwickler damals absolviert und bin entsprechend dann immer mehr in diese Krypto-Nische reingerutscht. Und wie gesagt, seit 2017 befasse ich mich... Und jetzt schon selbstständig. Und jetzt selbstständig damit, genau, mit eben jeglicher Softwareentwicklung rund um Blockchain und Kryptowährung. Und ja, am Ende geht es darum, dass man sich lange damit befasst und darüber das Wissen halt sammelt. Ne? Ja, und auch weiter geht's. Zum spannenden Projekt kommen wir gleich nochmal. Was bietest du alles an? Tokenisierung, das heißt, als Firma kann ich hingehen oder als Immobilienbesitzer, bleiben wir bei dem Bild und sagen... Machen wir mal was fertig. Was machst du dann? Genau. Also das besteht natürlich aus mehreren Schritten, ganz normal, wie so ein Projekt umgesetzt wird. Aber am Anfang sprechen wir natürlich mit den Leuten und definieren genau, was sind die Erwartungen, was sind die Vorstellungen und können auch realistische Abschätzungen abgeben. Okay, was können wir wirklich bieten? Also nehmen wir mal jetzt mal eine Firma. Mhm. Nehmen wir mal unsere Firma Delta City, geschätzter Wert locker 10 Millionen. 10 Millionen. Mhm. So,
es wird definiert, 10 Millionen, und dann fängst du an, das Ganze zu kryptorisieren. Genau, also je nachdem, was man natürlich genau tokenisieren möchte. Man könnte jetzt beispielsweise Immobilienbestände, wie zum Beispiel diese Immobilie hier, dann tokenisieren und könnte darauf basierend eben einen Token aufsetzen, der gewisse Stückelungen dann halt eben erlaubt. Wir könnten auch weniger Token aufsetzen, wie 100 Token beispielsweise, die dann jeweils einen Wert von... Okay, das steht dann da, damit habe ich noch nichts gemacht. Jetzt gibt es ja Leute, die sie investieren möchten. Genau. Wie kommen die jetzt an die Token? Dazu bietet man dann den Token über eine Börse an, um das Ganze zum Verkauf freizugeben. Wie viele Börsen gibt es da? Also es gibt auf der Welt sehr viele Börsen, also hunderte Börsen auf jeden Fall. Sind die alle safe? Nein, auf keinen Fall. Also ich würde mich schon sehr, gerade im Kryptohandel allgemein, an die obersten 10, 15 vielleicht halten. Es gibt natürlich auch gerade so im indischen, asiatischen Raum viele Börsen, die aber natürlich nicht mit den hier Qualitätsstandards mithalten können. Das heißt also, jetzt 1 Million Token hier für den Bidalac-Turm würde ich jetzt an einer bestimmten Börse... Genau, könnte man da angehen. Also natürlich könnte man es auch über mehrere Börsen handeln. Mhm. Entsprechend gäbe es dann natürlich auch ein Arbitrage zwischen diesen Preisen. Mhm. Aber theoretisch wäre es auch möglich, diesen Verkauf OTC, also ohne eine Börse quasi vorzunehmen, dass man das Ganze über eine eigene Plattform anbietet, ist ebenfalls eine Möglichkeit. Es geht am Ende nur darum, wie erreiche ich halt eben die Masse und wie kann ich halt diese Aufmerksamkeit auf meinen Token oder auf dieses Projekt bringen. Wenn natürlich aber bei dir eh schon Leute dahinter stehen, die Interesse daran hätten, einen gewissen Teil davon zu besitzen, dann wäre es natürlich umso einfacher, dann könnten die darüber einfach einsteigen. Man kennt das ja von den Aktienbörsen, mhm. Die waren ja früher unglaublich teuer, auch das ist ja heute sehr schnell und günstig geworden. Was kostet das an dem Börsenhandel? Also auf eine Börse zu launchen kostet, ich würde sagen, zwischen 50.000 und... Ja, es geht eigentlich nach oben hin fast offen. Die größte Börse heißt Binance und ich habe schon von Listings gehört, je nachdem auch in welcher Marktphase man sich befindet, dass es teilweise über 1 Million Dollar kosten kann, seinen Coin da zu launchen. Zusätzlich bietet man selbst noch Liquidität dann beim Launch an. Aber ich würde sagen, um auf eine gute Börse zu launchen, braucht man zwischen 50.000 und 60.000 Dollar. Okay. Jetzt habt ihr vor kurzem ein spannendes Projekt durchgezogen. Spannende Firma in Österreich. Ein tolles Produkt, ich sag mal, aus Plastik, Müll, Wasserstoff machen. Genau. Die sind jetzt nicht an der Börse, sondern habt ihr auch vertokent. Absolut, genau. Also wir sprechen da über das Projekt Evercraft und das haben wir eben komplett tokenisiert und umgesetzt. Das geht eben genau diesen, ich nenne es mal etwas unkonventionelleren Weg, nicht einfach zu sagen, wir haben jetzt eine großartige Idee und lassen uns jetzt aufkaufen von den Leuten, die uns zuerst 1 Million oder 100 Millionen Euro geben, sondern das Ganze ging eben diesen demokratischen Ansatz, dass man einzelne Token rausgegeben hat und verkauft hat und somit jetzt dieses Projekt auch eine Fanbase von über, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Leuten hat, die tatsächlich alle Anleger in diesem Projekt somit sind. Und halt eben einen kleinen Teil von diesem ganzen Projekt dann halt eben besitzen. Wie entwickeln sich dann die Kurse? Ähnlich Nachfrage, Angebot? Genau, also die Kurse an der Börse entstehen ganz normal durch Angebot und Nachfrage. In der Form, aber bei Evercraft beispielsweise ist es nun so, dass durch den Ertrag, den die Firma erwirtschaftet, durch das Produzieren von diesen Carbon Nanotubes, werden die Tokens zurückgekauft und somit entsteht natürlich ein gradueller Preisanstieg. Und die Besitzer des Tokens, also die Halter, bekommen sogenannte CO2-Zertifikate geairdroppt. Also geairdroppt ist quasi, dass die das einfach geschickt bekommen. Und dann können diese auch eben gehandelt werden. Eine Tonne CO2 kostet aktuell, glaube ich, so 65 Euro. Spannend. Und das sekundengenau natürlich. Definitiv. Dafür ist die Blockchain auch ehrlich gesagt da. Und darum haben wir das auch gemacht, weil zum Beispiel der CO2, die Reduktion, die wir dadurch erwirtschaften können, die können wir genau über die Blockchain aufrechnen und können das Ganze transparent an alle Leute wiedergeben. Also die ganzen Sensoren, die das Ganze einspeichern, dieses CO2 oder messen, das ist komplett über die Blockchain transparent nachvollziehbar. Für alle, die jetzt aussteigen, wir kommen jetzt zum Thema Nachhaltigkeit und reden wieder Deutsch. Phil Hakon. Kryptowährungen gelten ja auch als CO2-Schleudern. Wie ist deine Meinung dazu? Es gibt auf jeden Fall gerade bei Bitcoin die Debatte, dass Kryptowährungen, die auf dem sogenannten Proof-of-Work-Algorithmus basieren, also die mit richtigen... Das ist der ältere Genau, es ist auf jeden Fall älter. Es ist quasi wie Bitcoin auch damals schon erschaffen wurde, nämlich durch das Ausrechnen im Endeffekt. Mhm. Es werden Blöcke ausgerechnet. Und das Ganze ist sehr rechenintensiv, da man sich das vorstellen kann wie so ein kleiner Marathon, wo alle Leute loslaufen, jeder verbraucht Strom und am Ende kann aber nur einer diesen Block tatsächlich lösen und bekommt das ganze Geld in dem Fall. Ne? Mhm. Das ist halt eben sehr ineffizient. Mittlerweile gibt es andere Ansätze, wie zum Beispiel Proof of Stake, wo quasi eine Person ausgewählt wird, die dann gedanklich diesen Marathon sozusagen läuft, was natürlich deutlich weniger Strom verbraucht. Proof of Work hat aber den Ruf, sehr, sehr sicher zu sein. Und das ist mit Sicherheit auch einer der größten Vorteile, dass Bitcoin wahrscheinlich einer der sichersten Kryptowährungen der Welt tatsächlich ist.
Natürlich ist jetzt die Debatte, okay, wie viel Strom davon kann man aus erneuerbaren Energien und Quellen rausziehen, aus Solarenergie oder wie auch immer. Man kann aber auch in Zukunft, und das ist ein sehr interessanter Punkt, auch nachvollziehen, welche Bitcoins tatsächlich mit sauberer Energie und welche mit unsauberer Energie gemeint werden. Okay. Das heißt, es könnte also in Zukunft vielleicht irgendwann mal so sein, dass auch die sauberen Bitcoin einen gewissen höheren Stellenwert haben, weil man das ziemlich genau nachvollziehen kann. Spannender Aspekt, sehr spannender Aspekt. Was wird dein nächstes Projekt sein? Also generell sind wir natürlich immer offen und arbeiten da mit vielen Leuten zusammen. Aktuell haben wir eine Warenwirtschaftssoftware tokenisiert, die wir auch so komplett gelauncht haben. Das war jetzt so die letzten Wochen das Thema. In Zukunft wollen wir tatsächlich auch mehr in den Nachhaltigkeitssektor rein. Auf der einen Seite Evercraft weiter unterstützen, das ganze Thema größer aufziehen. Auf der anderen Seite aber auch Dinge wie zum Beispiel Edelsteine sind ein nächstes großes Thema und auch Solarenergie, Solarfelder sind so die Punkte, die wir als nächstes angehen werden. Und natürlich entsprechend, wenn jemand da draußen Interesse hat, sich natürlich immer gerne zu melden und dann mit uns über ein Projekt zu sprechen. Andere Frage, sind da unter uns, welche Bitcoins sind deine Favoriten, welche besitzt du? Welche Kryptowährung meinst du? Ja, genau, welche Kryptowährung? Also nicht alles natürlich Bitcoin, genau. Nein, also es gibt auf jeden Fall einige sehr interessante Kryptowährungen, um mal so drei interessante zu nennen. Auf jeden Fall Bitcoin, würde ich sagen, gehört eigentlich in jedes Portfolio in gewisser Weise rein, ebenfalls Ethereum. Wenn man konservativer anlegen möchte, kann man das als größte Position nehmen. Es gibt eine Kryptowährung, die nennt sich Quant. Ich bin gerade mal eben ganz fasziniert. Du bist nicht Banker zufällig, ne? Nee, ich bin kein Banker. So, Finanzen ist zwar ein interessantes Thema, aber mich interessiert mir die Tech-Seite dahinter. So, ne? Ja, mit 20 sollte man das auch drauf haben, bin ich bei dir. Was war das dritte? Quant heißt die Kryptowährung. Genau, und die befasst sich tatsächlich mit dem Verbinden von verschiedenen Kryptonetzwerken untereinander. Ebenfalls interessant, kann man sich da mal anschauen. Okay. Phil Hakon, wenn wir hier in 2 Jahren wieder zusammensitzen, worüber reden wir dann? Wenn wir in 2 Jahren zusammensitzen, dann reden wir über DPIN. DPIN ist Physical Infrastructure, beziehungsweise Netzwerke davon. Es gibt ja sogenannte Internet of Things Geräte, die verschiedene Netzwerke aufbauen. Also kennt man ja auch so Smart Home, Smart Küchen und so weiter. Und diese ganzen Kommunikationen darüber, die müssen abgewickelt werden über die Blockchain, um sicher zu sein. Das wird ein sehr großes Thema sein und ich glaube, die Nachhaltigkeitsdebatte wird immer noch nicht gelöst sein. Deswegen werden wir auch in 2 Jahren wieder über Nachhaltigkeit im Kryptomarkt und generell auf der Welt natürlich sprechen werden. Ja, wunderbar. Phil, ich danke dir ganz herzlich. Wenn ihr es nicht verstanden habt, schaut wieder rein. Wenn ihr es verstanden habt, umso mehr. Oder nochmal, ich habe mich sehr gefreut. Wir werden das Thema auf jeden Fall im Auge behalten. Und alles Gute, eine gute Zeit. Schaut rein. Es wieder heißt Coffee to Know, let's talk about e-Business.